Servus Fußballfreunde, heute geht es für mich in die WWK Arena in Augsburg. Für mich ist es der allererste Besuch in diesem Stadion. Ist die WWK Arena wirklich so toll, wie alle sagen? Bleibt dran, denn am Ende des Videos gibt es dann mein persönliches Stadion-Testergebnis. Auf geht's! Die WWK Arena, das Herz des FC Augsburg und erstes klimaneutrales Stadion der Welt, schlägt seit 2009 im Rhythmus der Bundesliga. Die Arena, heute eine feste Größe in der Bundesliga, hatte einen wechselvollen Start. Von der Augsburg Arena über die Impuls Arena bis zur SGL Arena. Erst mit der WWK Versicherungsgruppe fand man einen langfristigen Partner, der endlich für Stabilität sorgte. Ihr Engagement über 2030 hinaus sichert eine langfristige Partnerschaft mit dem FC Augsburg. Erbaut wurde das Stadion in nur knapp 2 Jahren, vom November 2007 bis Juli 2009, im Augsburger Süden an der Bundesstraße 17 und erhielt einen Anschluss an das Straßenbahnnetz. Die Baukosten für das reine Fußballstadion betrugen 45 Millionen Euro. Ende Juli 2008 beantragten die Verantwortlichen des Stadionneubaus aus Kostengründen eine andere Außenfassade. Die ursprünglich geplante gläserne, durchsichtige Hülle sollte durch eine Konstruktion aus Aluminiumrohren ersetzt werden. 2011 wurde der FCA von der Pflicht, eine Fassade zu bauen, entbunden. Am 19. September 2016 gab der Verein und der Hauptsponsor, die WWK-Versicherung, bekannt, dass eine leuchtende Fassade bis zum Frühjahr 2017 errichtet werden soll. Die neue Außenfassade ist ein Geflecht aus aluminium-eloxierten Einzelstäben. Seit September 2017 erstrahlt die Fassade in Rot, Grün und Weiß, nach einem Heimsieg in Grün. Neben den Heimspielen des FC Augsburg wurden auch schon Spiele der A-Nationalmannschaft der Männer in der Arena ausgetragen. Außerdem war die Arena Austragungsort der U20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2010 und der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2011. Die WWK Arena in Augsburg hat ein Fassungsvermögen von 30.660 Plätze. Diese sind aufgeteilt in 19.626 Sitz- und 11.034 Stehplätze. Die Eintrittskarten kosten aktuell zwischen 13 und 69 Euro. Natürlich kommen noch meine Hinweise zur Anreise. Den Link mache ich euch wie immer unten in die Beschreibung. Alle Eintrittskarten sind ab 3 Stunden vor bis 3 Stunden nach dem Spiel auch als Fahrscheine des öffentlichen Nahverkehrs der Augsburger Verkehrsgesellschaft gültig. Von der Haltestelle Hauptbahnhof könnt ihr ab 2 Stunden vor dem Spiel im 5-Minuten-Takt mit der Stadionlinie 8 bis zur Haltestelle WWK Arena fahren. Die Fahrzeit beträgt rund 20 Minuten. Nach der Partie werden die Fahrzeiten dem Bedarf angepasst, sodass hier in Stoßzeiten ein 2- bis 3-Minuten-Takt möglich ist. Die letzte Abfahrt in Richtung Innenstadt ist ca. 1 Dreiviertelstunden nach dem Spiel. Für diejenigen unter euch, die mit dem Fahrrad kommen wollen, stehen an der WWK Arena ausgewiesene Fahrradstellplätze am Stadionvorplatz zur Verfügung. Wenn ihr mit dem Auto aus Richtung Norden kommt, fahrt ihr über die B2 weiter auf der B17 Richtung Landsberg. Der B17 folgt ihr bis zur Ausfahrt Stadion WWK Arena.
Aus Richtung Süden folgt ihr der B17 bis zur Ausfahrt Stadion WWK Arena. Aus Richtung Westen und Osten verlasst ihr die Autobahn A8 an der Ausfahrt Augsburg West Richtung Augsburg Landsberg. Ihr befindet euch jetzt auf der B17 und folgt dieser bis zur Ausfahrt Stadion WWK Arena. Auch das darf natürlich wieder nicht fehlen, das Bild vom Stadion. Verkehrsanbindung, Stimmung, Verpflegung, Sicht und das Stadion an sich. All diese Faktoren spielen bei einem Stadionbesuch eine wichtige Rolle. In den folgenden Abschnitten werde ich euch meine Eindrücke zu diesen Punkten schildern. Bedenkt dabei, dass es sich hier um eine ganz persönliche Meinung handelt. Jeder Fan hat andere Vorlieben und Erwartungen. Verkehrsanbindung. Das Stadion ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen. Die Verbindung vom und zum Hauptbahnhof klappt wunderbar. Auch mit dem Auto oder Fahrrad ist das Stadion gut zu erreichen, daher von mir 10 von 10 Punkte. Stimmung. Es war der erste Spieltag, das Stadion war voll und die Stimmung entsprechend gut. Für die volle Punktzahl hätte das Stadion aber bei meinem Besuch ein Hexenkessel sein müssen. Das war nicht der Fall. Ich weiß aber, dass das auch ganz anders geht. 9 von 10 Punkte. Stadionmenü. 10,80 Euro für die Bratwurst und das Bier. Das fand ich dann doch schon sehr teuer, obwohl beides gut geschmeckt hat und 2 Euro Pfand für den Getränkebecher dabei waren. Es gab auch genügend Auswahl an anderen Köstlichkeiten. Für das leibliche Wohl wird also ausreichend gesorgt. Aufgrund des hohen Preises von mir aber nur 7 von 10 Punkte. Sicht. Die Sicht ist auf einzelnen Plätzen aufgrund der Bauweise des Daches eingeschränkt. Da auch dieses Stadion ein reines Fußballstadion ist und die Tribünen aus einem Rang bestehen, sitzt man als Zuschauer in den oberen Reihen gefühlt sehr weit weg vom Spielfeld. 8 von 10 Punkte. Stadion. Das Stadion ist ein reines, modernes, neu gebautes Fußballstadion. Kein 5-Sterne-Stadion, aber doch mit allem modernen Komfort. Die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln und per Auto und Fahrrad sind sehr gut. Es gibt für mich hier außer, dass durch die Dachträger in bestimmten Bereichen die Sicht eingeschränkt ist, nichts zu meckern. Für die volle Punktzahl reicht es leider nicht. 9 von 10 Punkten. Damit kommt die WWK Arena in Augsburg auf 43 von 50 möglichen Punkten und kommt auf Platz 3. Das war mein Besuch der WWK Arena. Habt ihr schon eine Vermutung, welches Stadion als nächstes dran ist? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr von meinen Stadionbesuchen sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und ihr verpasst keinen neuen Upload. Bis bald!